Ein neues Video, ein neuer Tag und auch ein neuer Skin. Heute wieder mal mit Facecam, weil es ja gewünscht wurde irgendwie, dass man ja, wenn man Skins baut, auch die Cammern macht. Tja, hier bin ich. So, heute wollen wir uns Lisa bauen, ihr wisst ja warum. Und ich zeige euch ganz einfach, wie es geht. Guck mal im Skin-Video nach, da gibt es auch wieder ein paar neue Optionen für Skins. Naja, ein neuer Bart ist dazu gekommen. Naja. Gut, basteln wir uns Lisa. Wieder ganz standardmäßig mit einem Steve. Da gehen wir erstmal auf Körperbasis. Lisa ist ja noch ein kleines Mädchen, von daher machen wir immer noch glatte Haut. Dann würde ich sagen, natürlich Hautfarbe wie immer gelb. Dann sind wir schon mit der Basis fertig. Geht zu Frisuren. Lisa hat ja, sage ich mal, einen Stachelkopf. Haben wir jetzt nicht unbedingt hier in Minecraft. Von daher müssen wir ein bisschen improvisieren. Aber ich würde mal sagen, Lisa ist ja ein Mädchen. Machen wir mal ein paar schöne Zöpfe. Wir haben ja auch ein paar zur Auswahl. Einfach hier ein paar Zöpfe machen wir uns Lisa einfach mal. Dann gehen wir natürlich hier auch wieder einmal auf. Die Haarfarbe machen wir natürlich wie die Haut, einfach knallgelb. Dann geht es schon weiter zu den Augen. Da machen wir Lisa, würde ich mal sagen, ein paar schöne Mädchenaugen. Wo haben wir sie? Hier oben. Einfach mit langen Wimpern passen wir einfach mal Lisa an. Natürlich nicht vergessen, Pupillen wie immer auf schwarz machen. Ne? Bei den Simpsons haben ja alle schwarze Pupillen. Weiter geht es dann zum Mund. Da ist wieder eine Spielerei für sich. Ne? Wie soll Lisa reagieren? Das kann man ja immer ändern. Aber ich finde so für standardmäßig kann man hier einfach mal diesen Mund machen. Wer möchte, kann es natürlich auch wieder auf schwarz färben, einfach so. Aber ihr könnt, ich glaube, hier passiert gar nichts bei diesem Mund. Ne, hier ist eigentlich egal, was sie da nimmt. Aber man kann sich jetzt selber trotzdem auf schwarz machen. So, bei Lisa ist natürlich Gesichtsbehaarung egal. Arme, Beine auch egal. Aber bei Größe gehen wir wieder rein. Natürlich Lisa, ein kleines Mädchen, machen wir natürlich klein. Und Arme natürlich auch schmal machen. Ne, so dicke Arme, das passt irgendwie nicht. So, danach geht schon bei Stil hin. Da wollen wir Lisa natürlich ihr Kleid anziehen. Da müssen wir auch leicht improvisieren. Genauso dieses Kleid gibt es nicht unbedingt. Hier haben wir schon mal so dieses Trägertop, ne, von Lisa. Was wir hier einfach mal hier so ein bisschen anziehen. Dann geht es natürlich auf die Unterbekleidung. Da können wir hier noch einen kleinen Rock machen. Ne? Dann haben wir da das Kleid so in dem Format fertig. Muss man ein bisschen suchen, aber wir finden ihn hier. Ne? Einfacher Rock, passt natürlich zum Oberteil. Oberbekleidung ist egal. Kopfbedeckung ist auch egal. Handschuhe, ja. Ne? Wie ihr halt euer Lisa spielen möchtet, ne? Könnt ihr sie natürlich noch so ein paar extra Sachen anziehen. Aber ansonsten Schuhe, da gibt es natürlich hier so ein paar schöne Sandaletten. Da haben wir sie, ne? Einfache Sandaletten, passen denn zum Outfit, sind auch kostenlos und dann hat man schon seinen Lisa-Style fertig. Ich bin noch mal kurz mit euch zur Gesichtsbehaarung gegangen, denn es gibt einen neuen Bart. Ja, Minecraft aktualisiert das immer so ganz still und heimlich. Könnt ihr euch hier so ein Bart basteln? Erinnert euch eigentlich noch an die Folge, wo Lisa so ein Bienenbart hatte? Kann man ja so ein bisschen darstellen. Nimmt solchen Bart, ne? Gibt es ja eigentlich noch so einen anderen. Ich glaube, der passt eher, ne? So ein schöner Bienenbart. Können wir den eigentlich auch gelb färben? Muss man mal gucken. Vielleicht macht man ja Lisa dann auch mal so ein Bienenbart. Wäre auch eine coole Folge, die man mal drehen könnte. Naja, aber genug mit dem Unsinn. Das ist Lisa. So schnell und einfach kann man sich hier einfach hier so im Skin-Editor basteln. Schwupp, da bin ich wieder. Tja, die Cam, die verschwindet wohl doch nicht so oft. Ja, das ist Lisa. Ich hoffe, dir hat der Skin-Tutorial gefallen. Ich freue mich schon aufs nächste und natürlich auch aufs nächste Video. Wir machen auch wieder bis zum Ende der Woche ein neues Filmprojekt. Da basteln wir dabei. Wenn noch einer dabei ist, der Lust hat mitzumachen, ihr wisst ja, wo ihr euch melden könnt. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zugucken. Wir hören uns oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.